der Stricher zu Zürich. Abt Daniel vom Kloster Isentis, der Vorgängerabt zum aktuellen Vigeli. Ja, dem war es ganz wichtig, dass Isentis sich von Desertina, der Wüste, ableitet. So hat er es dann als Pater Daniel ins Lexikon, ins historische Lexikon der Schweiz geschrieben. Das könnte man bei Wikipedia so nicht übers eigene Kloster zu schreiben, gell? Das würde sofort rausgelöscht werden. Sensationell, diese Zeittafel aufgeteilt in Staat und Kirche versus die Wüstenszene. Heieieiei. Und schau mal hier noch. Ich habe ab Daniel noch gar nie gefragt, warum er sich Daniel nennt. Bezieht er sich auf den Säulenheiligen Daniel? Au, auf dieses Buch freue ich mich. Wenn ich am Donnerstag wieder in diesen Diss bin, werde ich schauen, ob wir da nochmal was probieren wollen. Jetzt habe ich noch zwei Termine. 20. Juni bis 27. Juni und 29. August bis 5. So, aber der Juni-Termin. Ich werde fragen, ob wir da noch einmal versuchen, eine Werbeaktion zu machen. 1400 Franken, Einzelzimmer, Vollpension. Wow. Coworking Space mit einer Vertiefung zu How to Disagree. Ja. Passt ja gut zum Thema. Der Beinveni-Account wurde mir ja auch genommen während Coronavirus. Ja. Ein kleiner Klick und zack, bist du weg. Kann jeder machen, welche deine Arbeit nicht so toll findet. Agree to disagree. Nein, über solche Probleme würde natürlich Dennis Bühler nie Frau Bundesrätin Somaruga belästigen in solchen Fragen. Nie. Heuiui. Nein. Ja, Journalismus hat das schon ganz, ganz toll gemacht. Danke. Danke, Journalismus. Heuiui.